Hallo liebe Schachfreunde, hier nun eine weitere Partieanalyse. Diesmal habe ich mich für die Partie zwischen Ponomarev entschieden mit den weißen Steinen gegen Eljanov. Die Partie ist erst ein paar Tage alt. Es kam ein Spanier aufs Brett und es begann mit E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer auf B5. Auf die Eröffnung selbst, denke ich, muss ich nicht weiter eingehen. A6, Läufer auf A4, Springer auf F6. Die kurze Rochade von Weiß, Läufer auf E7, Turm E1, das kam alles schon tausende von Malen aufs Brett. B5, Läufer auf B3, D6, C3, das bereitet den Zug D2, D4 vor, stützt das Zentrum. Die kurze Rochade von Schwarz, D4, Läufer auf G4 und Läufer auf E3. Weiter ging es mit E schlägt D4, C schlägt D4 und D5. Der Bauer wird nicht genommen. Es wurde E5 gespielt, Springer auf E4, H3. Der Läufer muss natürlich zurückziehen, denn er war angegriffen. Und an dieser Stelle kommt es schon zu interessanten Zügen. Und zwar wurde hier Springer BD2 gezogen. Für gewöhnlich sieht man hier den Zug Springer auf C3 und dann könnte es beispielsweise weitergehen mit Springer schlägt Springer, B schlägt C3, der Läufer wird angegriffen, Läufer auf C2, Springer auf C4. Es sind alles automatische Züge, der Springer steht auf C4 sehr gut. G4, Läufer auf G6, der Läufer geht auf F5 mit der Idee, dass nach Läufer schlägt Läufer, E schlägt Läufer, der König auf beispielsweise H1 oder H2 geht und Weiß die halboffene G-Linie für einen Angriff verwendet. Also das ist die Idee. Das muss aber nicht so kommen. Schwarz zieht hier einfach A5 und es kam noch zu Springer auf D2 und nach Springer schlägt E3 hat Ponomarev in der Partie gegen Topalow 2003 das Remis angenommen. Also, soweit der Rückblick. Ponomarev spielte hier allerdings diesmal nicht den Springer nach C3, sondern Springer B auf D2. Wichtig ist hier zu erkennen, dass die grundsätzliche Idee von Schwarz darin besteht, den C-Bauern nach C5 zu ziehen. Und wenn Weiß diesen Bauern schlägt, dass dieser Bauer auf E5 zunächst einmal relativ schwach ist. Also das ist so die Grundidee und deswegen wird auch meistens der Springer auf A5 gezogen, um den Weg für den Bauern frei zu machen. Also soweit zur Grundidee. In der Partie, da ging es weiter mit Springer schlägt D2. Eine interessante Alternative und das sollte man sich unbedingt mal angucken, wenn man diese Variante spielt. Das ist der Zug Dame auf D7. Und hier muss Schwarz keine Angst haben vor dem Zug Springer schlägt E4. Nach D schlägt E4, E6, folgt der Zug Dame auf D6. Der Bauer wird mit Schach genommen und jetzt ein wichtiger Zug König auf H8, G4 und Läufer schlägt F7. Und hier sollten beide Seiten gute Chancen haben, um den vollen Punkt zu spielen. Also soweit die Alternative. In der Partie folgte allerdings Springer schlägt D2, Dame nimmt D2 und Läufer schlägt F3. Das sieht zunächst einmal ganz gut aus, denn nach B schlägt C3 sieht die Bauernkonstellation von Weiß natürlich sehr, sehr schwach aus. Die Königssicherheit ist dahin, aber hat Schwarz genügend Figuren, um das auszunutzen? An dieser Stelle zog Weiß die Dame nach C3 und das ist ein sehr, sehr guter Zug. Er greift damit den Springer auf C6 an. Schwarz sollte keine Probleme haben, wenn Weiß hier den Läufer einfach nimmt. Dann folgt Läufer auf B4, Dame auf C2 und Springer auf A5 und Schwarz steht ganz passabel. Aber Dame auf C3, das ist schon ein wichtiger Zug, greift den Springer auf C6 an. Und jetzt kommt es schon zu einem Fehler von Schwarz. Schwarz meinte hier einen Bauernkonflikt
Bauern gewinnen zu müssen durch Läufer schlägt G2. Das ist nicht so gut. Viel besser wäre es gewesen, den Turm hier auf B8 zu ziehen. Und das sieht erstmal sehr, sehr fragwürdig aus. Was macht denn so ein Turm hier auf B8? Aber wenn man die Hintergrundidee erkennt, dann weiß man, dass das ziemlich gut ist. Denn sollte nun Weiß den Springer auf C6 schlagen, dann folgt der Turm auf B6 mit der Idee, die Dame ist ja angegriffen, muss wegziehen, den Turm auf G6 zu ziehen und direkt gegen den weißen König vorzugehen. Also das ist ein typisches Motiv. Es lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen und sich das zu merken. Das bekommt man in ziemlich vielen Eröffnungen aufs Brett. Wir schauen uns kurz mal an. Also wie gesagt, eben besprochen, Dame schlägt C6, Turm auf B6, gefolgt von Turm auf G6 mit Angriff gegen den weißen König. Also dieses Motiv, wichtig, sollte man sich merken. Eljanow zog es vor, den Bauern zu gewinnen. Läufer schlägt G2, König schlägt G2 und wir können festhalten, die schwarze Stellung sollte hier schon sehr, sehr schwer sein. Schwarz muss hier seinen Springer auf C6 wegziehen, der ist ja angegriffen. Und zwar hat Schwarz einen Bauern mehr, aber dafür hat Weiß sehr, sehr gute Optionen, einen Angriff einzuleiten. Und wer die russische Schachschule kennt, die DVD, die wir produziert haben, da bekommen Sie sehr schnell mit, was für eine gute Figurenkoordination Weiß nun einleitet. Weiß möchte hier natürlich die G-Linie besetzen und gegen den schwarzen König vorgehen. Und das gepaart mit einem Läuferpaar und der Dame, die sehr, sehr schnell am Königsflügel auftauchen kann, ist das schon sehr bedenklich. Also die schwarze Stellung ist nicht zu beneiden. Weiter ging es mit Springer auf B8. Vielleicht sollten wir uns noch kurz anschauen, was passiert wäre, wenn Schwarz den Springer einfach deckt mit Dame auf D7. Das sieht ja auch wie ein sinnvoller Zug aus. Die beiden Türme arbeiten plötzlich zusammen. Aber dann kommt ganz stark Turm E auf C1. Und Weiß dominiert auf der C-Linie. Also das kann Schwarz nicht mehr aufhalten. Ein Fehler wäre es gewesen, wenn Weiß hier den Turm A auf C1 zieht, denn dann folgt einfach Läufer auf B4 und Schwarz bleibt im Spiel. Wie gesagt, der Springer, der musste praktisch zurückziehen. Springer auf B8 und jetzt Turm A auf C1. Der Läufer kann natürlich jetzt nicht mehr nach B4, weil die Deckung des Springers fehlt. Und weiter mit C6. König auf H2. Und Sie sehen es schon, der König macht Platz, um einen Turm auf die G-Linie zu stellen. F5 und Turm auf G1. Den Bauern zu nehmen, das wäre nicht gut, denn dann würde Schwarz direkt ins Spiel kommen. Mit Läufer schlägt F6 und Angriff gegen den Bauern auf D4. Und das kann dann schon recht schmerzhaft enden. Aber wie gesagt, die Idee von Weiß muss es sein, die schwarze Stellung geschlossen zu halten, für Schwarz geschlossen zu halten. Turm auf G1, ein absolut sinnvoller Zug und Turm auf A7. Er stellt sich praktisch in die Linie des Läufers, aber das ist für den Moment nicht so schlimm. Viel wichtiger ist, dass der Turm hier auf A7 verteidigende Wirkung hat, auf der siebten Reihe auch ein typisches Motiv, um die siebte Reihe auf jeden Fall zu sichern. Weiter ging es mit Turm auf G2. Weiß möchte die Türme verdoppeln und den Druck gegen G7 verstärken. Dame auf D7 und Turm C auf G1. Und in dieser Stellung zog Schwarz den Turm auf F7. Das ist auch der wohl einzige Zug, den er hier hat. Würde G6 folgen, dann könnte Weiß direkt beispielsweise den Läufer nach H6 ziehen. Der Turm weicht aus und jetzt ganz stark H4. Und wenn Schwarz nun diesen Bauern nimmt, folgt Dame auf H3 mit entscheidendem Angriff. Wir sehen, dass hier Weiß absoluten Angriff hat. Also so kann es Schwarz nicht spielen, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit für Weiß. Er könnte hier auch ganz einfach den Turm opfern und nimmt Schwarz das Turmopfer an. Folgt Turm schlägt G6 Schach, König auf F7 und
E6 gewinnt die Dame. Also der Zug G6, der war für Schwarz auf keinen Fall eine Option. Und deswegen zog es Eljanow vor, den Turm auf F7 zu ziehen. Und jetzt wieder ein sehr, sehr starker Zug, Läufer auf D1. Das sind so diese meisterhaften Züge, die man wirklich erstmal finden muss. Die Ideen, die Motive, die muss man kennen, denn der Läufer steht ja eigentlich auf B3 sehr, sehr gut auf der Linie Richtung König. Die Röntgenwirkung, die ist vorhanden und da steht dann auch noch so ein Turm, der dann gefesselt wäre, wenn der Bauer nicht wäre. Aber die Idee von Weiß ist es natürlich, direkt weiter anzugreifen. Er könnte diesen Läufer auf B3 nur dann nutzen, wenn das Zentrum aufgelöst werden würde. Und das ist in absehbarer Zeit nicht möglich. Und er stellt mit dem Läuferzug auf D1 den Läufer wesentlich besser. Und dieser wirkt natürlich sofort in Richtung Königsflügel und hat hier sehr, sehr gute Optionen, den Angriff zu unterstützen. Es kam nun zu G6 und jetzt Läufer auf H5. Die Figur, der Läufer, der eben nach D1 gezogen ist, wird direkt in den Angriff gestellt. Es ist beachtlich, während der Läufer auf B3 wirklich sehr, sehr gut aussah, wurde er mit zwei Zügen direkt in den Angriff koordiniert. Eine Idee, die man sich auf jeden Fall merken sollte. Und jetzt Läufer auf F8. Schwarz muss natürlich die schwarzen Felder um den König decken und für die Sicherheit des Königs sorgen. Wieder ein starker Zug von Weiß, von Ponomariow gespielt, Läufer auf F4. Das ist sehr stark, das engt die weiße Stellung ein. Schwarz wollte wahrscheinlich auch wirklich hier noch den Bauern vordrücken, um ins Spiel zu kommen. Aber Läufer auf F4, das öffnet ja auch Optionen, diesen Bauern auf E5 zu unterstützen. Also das schwarze Leben ist hier definitiv nicht leicht. In dieser Stellung zog Schwarz dann auch schon die Dame nach E8. Ein weiterer Fehler, das macht die schwarze Stellung noch passiver, als sie schon ist. Turm auf G7 hätte mehr Widerstand geleistet. Es könnte folgen Läufer auf H6. Dame auf E6, den Turm, den muss man einfach hergeben. Die Läufer sind einfach zu stark. Verschlägt G7, Turm schlägt G7 und Schwarz hat noch Optionen, im Spiel zu bleiben. Aber nach Dame auf E8, da fällt die schwarze Stellung sehr schnell zusammen wie ein Kartenhaus. Turm schlägt G6. Bauer nimmt zurück und Turm G6 Schach. Läufer auf G7. Nach König auf H7 ist eine Möglichkeit für Weiß, direkt den Bauernvorstoß E6 zu spielen. Und wir schauen uns mal ein paar Züge an. Turm F auf E7 hält den Bauern auf, aber nun Turm auf G5 und Dame auf C8, Läufer auf G6 Schach, König auf H8, Läufer auf E5 Schach. Also das mündet alles in der Entscheidung für Weiß. Die Dame geht nach G3. Dame schlägt E6, Turm auf H5. Das nur als Variante, wie stark die weißen Figuren am Königsflügel zusammenspielen. Der König könnte noch nach G8 gehen. Läufer schlägt G7, Turm schlägt G7 und Dame schlägt B8 Schach mit Gewinn. Also das wäre eine ziemlich taktische Variante gewesen, entscheidende Variante. Aber Schwarz zog es vor, den Läufer nach G7 zu ziehen. Und jetzt E6. Der Bauernvorstoß, der wird trotzdem gespielt. Das greift den Turm an. Der Turm zieht sich zurück auf das Feld F8. Und Weiß hat hier verschiedene Möglichkeiten, die Partie zu entscheiden. Dame auf C5, das greift den Turm auf A7 an. Dame auf E7 deckt ihn. Und jetzt ganz stark Läufer auf D6. Greift die Dame an und den Turm. Die Dame wurde in der Partie noch nach H4 gespielt, aber wir schauen uns mal kurz an, was hier die Alternative gewesen wäre. Nach Turm auf E7 wäre einfach Turm schlägt G7 gefolgt von Turm schlägt G7 und Läufer auf E8 gekommen. Der Turm nimmt zurück, Dame auf B6 und das gewinnt den Springer auf B8. Also auch das wäre gewonnen gewesen für Weiß. In der Partie folgte aber, wie eben schon erwähnt, der Damenzug nach E7. Läufer auf D6, Dame auf H4 und jetzt ganz trocken, Dame schlägt
Turm auf A7. Und in dieser Stellung gab Eljanow die Partie auf. Eine sehr, sehr interessante und vor allen Dingen lehrreiche Partie. Hier hat das Thema der Figurenkoordination, wie man es in der russischen Schachschule kennt und gelernt hat, über einen sehr, sehr starken Gegner gewonnen. Wie gesagt, es war ein Fehler von Schwarz, hier diesen Bauern zu nehmen, auf Bauerngewinn zu spielen. Die Königssicherheit, die sieht auf den ersten Moment von Weiß sehr, sehr schlecht aus, denn hier hatte er ziemlich schlechte Bauern. Aber Schwarz hatte keine Möglichkeiten der Partie, das auszunutzen, und Weiß konnte in aller Ruhe seinen Angriff mit den Türmen auf der G-Linie aufbauen. Und Schwarz hatte einen, wir sehen es sogar hier in der Endstellung, sehr, sehr inaktiven Springer auf B8. Weiß hat Schwarz absolut überspielt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.